Ausstellung Visualized Dreams verbindet die Werke von einer Schweizer Künstlerin, Ida Buchmann, und zwei Guckinger Künstlern, Johann Fischer und Johann Koreth. Gemeinsam haben sie, dass sie ihre Wünsche, Fantasien und Vorstellungen im Bild mit Text visualisieren. Johann Fischer wurde 1919 geboren und kam eigentlich zufällig zur Kunst. Er wurde 1981 von Leo Navratil eingeladen, ins Haus der Künstler zu kommen und begann mit schwarzen Zeichnungen zuerst. Der nächste Schritt seiner Entwicklung war dann, dass er begann, Schrift einzubauen. Sein Spätwerk waren diese Arbeiten. Das heißt, hier sehen Sie bereits, dass sehr viel Schrift vorhanden ist. Er erklärt die Welt, er erklärt auch sein eigenes Leben, dass er etwa aus der Haut seines Vorgängers gemacht worden wäre und 36 Jahre alt wäre, obwohl sein Alter über 80 war. Der nächste Raum zeigt Ihnen die Werke von Ida Buchmann. Ida Buchmann wurde 1911 in Egiswil in der Schweiz geboren und landete nach einer schwierigen Kindheit und Jugend letztendlich wegen starker Stimmungsschwankungen in einer psychiatrischen Anstalt. Dort verbrachte sie sehr lange Zeit und erst als sie über 70 war, wurde sie aufgefordert zu malen. Ida Buchmann hat während des Malens immer gesungen und mit kräftigen Farben vor allem die Kontur betont und dann ein emotionales Bild entworfen. Johann Koreth wurde 1937 in Wien geboren und er kam schon sehr früh nach Gugging in die psychiatrische Klinik. Koreth hat dann begonnen, aus Zeitungen Bilder auszuschneiden, hat diese abgebaut in seine Zeichnungen hinein und hat sie mit Text versehen. Man kann das überall sehen. Das heißt, hier hat er seine Geschichten, seine Wünsche, seine Träume in diesen Zeichnungen realisiert. Einer dieser Träume war zum Beispiel, Dompteur zu werden. Er wollte zum Zirkus, was ihm aber dann nie gelungen ist. Später hat er dann begonnen, auch vor allem wie er im Haus der Künstler war, größere Leinwände zu bemalen mit dicken Pinseln, mit knalligen Farben. Und auch hier hat er dann zum Teil echte Erlebnisse, Liebeserlebnisse, aber auch fiktive auf das Bild gebracht.